Stadt, Land, Fluss! Oder auch nicht, denn wir haben gar nichts mit Stadt, Land, Fluss heute vorbereitet, sondern nur ganz viele andere Themen, die wir heute spielen werden im Stadt, Land, Fluss-Stil. Mit Toni! Und Lars! Mein Name ist Robert. Hallo. Roman ist heute leider nicht da. Und deswegen legen wir direkt los, weil wir nämlich mit einer Strafe spielen. Denn heute muss die Strafe nämlich zu unserem Herzen gehen. Wir werden einen super, ultra, mega gesunden Shot machen. Und deswegen haben wir einen Mixer. Aber der ist nicht nur gesund. Mal, check mal kurz, ob der geht. Okay, also wir machen jetzt hier verschiedene Sorten Essen rein, ja, um einen richtig widerlichen Shot zu machen, okay? Erste Zutat, komm! Oh. 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 Nee. Spinat! Kohlrabi! Ah. Stimmt, ja. Letzte Zutat! Ah. Nochmal ein nicer Ingwer-Shot. Okay, unser Strafshot ist fertig. Wir werden jetzt kurz aufräumen und legen direkt los. Okay, wir haben hier einige Begriffe in unserem wundervollen magischen Glas. Und wir müssen die jetzt rausziehen und da stehen dann die Sachen drauf, die wir dann sozusagen hier auf unserem Papier draufschreiben müssen. Jeder bekommt einen Stift für Mama, für Papa und einmal für den Big Mama Boogie Boss. Auf den Zetteln stehen jetzt willkürliche Sachen drauf, wie zum Beispiel Sachen, die braun sind außer Kacke. Sachen, die braun sind außer Kacke. Ja, das, also das ist das Erste, ja? Okay, ich ziehe das Nächste. Hey, ich warte das Nächste. Gründe, weshalb Toni zu spät kommt. Okay. Ich komme nie zu spät. Dinge, die nicht schmecken. Dinge, die nicht schmecken? Okay. Also Dinge, die eklig sind? Was können das sein? Zum Beispiel ein Rhinoceros. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Dinge, die Lars in seinem Schrank hat. Dinge. Kommt noch ein, oder? Nee, einer machen wir noch. Einen machen wir noch. Okay. Gefährliche Tiere. Okay. Gefährliche Tiere. Okay, das hier ist unsere Tabelle, die wir jetzt hier aufgebaut haben. Und wir müssen, damit wir spielen können, selbstverständlich einen Buchstaben auslosen. Und dafür haben wir unsere Rad des Rades. Mit allen Buchstaben vom gesamten Alphabet aus Deutschland. A, E, I, Ö, Ö haben wir heute nicht dabei. Ach so. Los geht's! Oh. Erste Runde! A, G! Hey. Okay. Stopp! Also, bei Sachen, die braun sind, außer Kacke, habe ich Gehirn. Oh. Was? Aber ist ein Gehirn braun? Nee, das ist eigentlich rosa. Ach so, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, es Sachen, die nicht braun sein sollen. Also ein Gehirn ist ja nicht braun, dann habe ich es falsch. Du musst einfach nur irgendwas. Ach so, dann habe ich es, glaube ich, sogar falsch aufgeschrieben. Nee, dann habe ich Giraffen. Nein, du hast nix, Mann. Du hast gar nichts. Ich habe Gulli. Oh, ich muss aber sagen, ein Gulli hat eher eine Steinfarbe. Ich würde sagen, Gulli 0,5 Punkte. Was? Ein Gulli-Deckel oder ein Gulli-so-Streifen? Ja, die Gitter. Aber da muss ja Gulli... Gitter. Hä, das ist alles Gulli, Mann. Alles Gulli oder was? Ja, okay. Dann mach einen halben Punkt jetzt dahin, um halber Punkt für Gulli zu diskutieren. Was habt ihr bei Gründe, weshalb Toni zu spät kommt? Ich habe geschrieben, gerade aus dem Urlaub. Was hast du? Ich habe Gegenverkehr. Ich habe Gehirnschmerz. Jo, was ist das denn? Hä, was denn? Kann doch sein. Du kannst nicht immer wieder dasselbe. Du kannst nicht immer wieder dasselbe Wort benutzen. Natürlich kann ich. Das guckt doch nicht ab. Macht euer eigenes. Dass ich zu spät bin. Ich habe Gehirnschmerz. Ist ja nicht so, als ob man das Kopfschmerzen nennt. Leute, habt ihr auch schon mal Gehirnschmerzen gehabt? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gesagt hat, Gehirnschmerzen. Habe ich noch nie gesehen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gehört habe. Ey, 0,25. Ja. Den nehme ich trotzdem. Aber Gegenverkehr kriegt einen Punkt. Du kannst nicht sagen, ich bin zu spät gekommen, weil ich Gegenverkehr hatte. Was hat der Gegenverkehr mit deiner Strecke zu tun? Aber die Leute fahren so vorbei. Moin! Ich komme. Die haben mich aufgehalten. Gehirnschmerz hat 0,25 bekommen. Okay, aber das macht ja irgendwo noch Sinn. Dinge, die nicht schmecken, ich habe nichts. Ich habe Grünkohl. Ja, ich habe Glibber. Dinge, die Lars in Schrank, habe ich geschrieben. Ich habe nur G geschrieben. G. Er hat eine G drin. Ich habe Gabel. Warum hast du da eine Gabel drin? Wo willst du Gabeln sonst stauen? Auf dem Dach oder was? Es ist ein Schrank. Digga, aber dann kann ja auch ein G da drin liegen. Was? Nee, ja, natürlich. Was? Hallo, doch. Doch, ich hab hier G stehen. Oh Mist, das kommt niemals kriegst du Punkte. Wer hat denn ein G als Gegenstand? Hä, wenn sie wegen Gegenverkehr... Du schreibst nur G. Du hast Gehirnschmerz. Ich will 0,25. Nein. Also wofür? Für ein G? Jeder hat jetzt 0,25, also zufrieden. Er hat für ein G 0,25 bekommen, das ist so gemein. Okay, ich hab Gurke. Aber gehört das nicht in den Kühlschrank? Wer hat Gurken im Kühlschrank? Ich. Du hast auch ein G in deinem Schrank. Gefährliche Tiere, was habt ihr da?
Grauhörnchen, die sind richtig gefährlich, weil die rotten die süßen Eichhörnchen aus. Ich habe einfach Giraffe. Ja, Giraffe, was hast du? Krokodil. Dann zählen wir mal zusammen. Ich habe 3,75. 3,25. Ja, ich habe 1,25. Ah, oh Gott, wie ranzig. Boah, das stinkt so abartig. Und? Alter, das ist widerlich. Wow. Nächste Runde. Macht eure Zettel bereit, wir legen los. Der Shot war gar nicht so gut. Ich stink nach Knoblauch aus dem Mund. Und los. Ah. Das Okay, stopp. Ich sag dir, wirklich, wenn du neben Toni sitzt und die schreibt so, dann fühlst du so richtig, wie da so Hitze entgegenkommt, weil die so schnell schreibt. Also, ich seh schon, der hat wieder nur einen L, Mann. Nein, hab ich nichts! Sachen, die braun sind, außer Kacke, was habt ihr da? Ich hab einen Lutscher geschrieben. Ich hab Lutscher-Cola geschrieben. Stimmt, ja, ein Lutscher-Cola ist schon ein bisschen definierter. Ja, was hast du? Ich hab Lenkrad. Was ist so witzig? Ja, ein Lenkrad ist braun. Auf gar keinen Fall. Na klar. Alter. Aber es gibt auch Lenkräder, die braun sind. Das stimmt gar nicht. Natürlich. Nee, aber nicht als Klassiker. Und Lutscher. Klassischer Lutscher ist braun. Jo. Ja. Okay, jeder kriegt einen Punkt. Nee. Ich bin zufrieden, ich habe schon eingeschrieben. Digga, du hast auch ein Lenkrad geschrieben. Ja, na und? Okay, ich gründe, weshalb Toni zu spät gekommen ist. Lange schlafen. Liebeslieder im Auto. Leider Bahn verpasst. Wenn man jetzt sagen würde, sorry, ich bin zu spät gekommen, weil ich hatte Gegenverkehr und ich habe Liebeslieder währenddessen gehört im Auto. Beides keine Gründe, die eine Verspätung verursachen. Schon. Also ich würde sagen, ihr beide 0,5, ich ein. Weshalb bist du zu spät gekommen? Leider Bahn verpasst. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, ich hätte L als Buchstabe und ich würde dann immer bei allem schreiben so Lulu, Lolo Bahn verpasst, Lolo Lutscher. Das genau, können wir nicht machen, nein! Okay, dann würde ich sagen, jeder 0,5. Jeder 0,5? Okay, jeder 0,5. Das wird so Diskussion geben. Dinge, die nicht schmecken. Ich habe Lappen. Ich habe Lianen. Völlig das ist gut. Essen ist. Ich finde, Lianen ist ganz abrupt. Aber dann bin ich mindestens 0,5 für Lappen. Nee, Lappen, es muss was Lebensmitteltechnisches sein. Wie zum Beispiel Lasagne in Klammern nicht lecker. Aber Lasagne schmeckt aber komplett, Lasagne. Mann. Aber eine, die nicht lecker ist. Lars, ein Punkt, wir beide 0,5. Okay, damit kann ich nehmen. Sachen, die Lars in seinem Schrank hat. Lars, was ist das? Gar nichts. Ich habe Lego Star Wars. Habe ich aber nicht im Schrank. Vor allem für Gurke habe ich auch einen Punkt bekommen. Ja, das hat er auch im Schrank. Das habe ich auch im Schrank, ja. Da muss Lars jetzt sagen, ob der dir dafür einen Punkt gibt. Nö. Stell dir mal vor. Lego. Der hat das ja nicht im Schrank. Leute! Ich halte mich da. Okay. Was hast du? Ein L. Oh, gefährliche Tiere. Ich auch nicht. Ich hab Languste. Kann schnappen. Okay, ich hab Leopard. Finde ich nicht so gefährlich. Hä? Leute, der nimmt mich nicht ernst. 2,5. Ich hab 3. Ich hab 2. Nee, du hast 3. Du hast 3. 1, 2, 3. Ich kann nicht. Verdammt, ich bin dran. Hau ihn rein. Wow. Let's go, seid ihr bereit? 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, let's go. M? Okay. Stopp. Okay. Ich hab so einen Müll. Sachen, die braun sind aus der Kacke. Ich hab mega Kacke. Mega Kacke? Boah, oh mein Gott, Alter. Ich hab Magma. Aber Magma abgekühlt. Aber die ist leider nicht braun, sondern die ist so steinfarben. Wir blenden mal hier ein Video ein von Magma. Jetzt färben wir die braun. Oh, jetzt färben wir die braun. Sehen Sie die Ähnlichkeit? 0,5 Punkte. Nein. Lars, was hast du? Ich hab Mamas Kuchen. Mamas Kuchen? Ja, der ist braun. Aber der muss nicht braun sein. Warum? Du weißt es doch gar nicht. Welche Mama meinst du? Meine. Aber meine Mama macht einen andersfarbigen Kuchen. Ich finde, das sind alles Nuller. Also mega kacke ist auf jeden Fall ein Nuller. Magma kann man noch zählen lassen. Jeder 0,5? Ja. Außer du. Die Gründe, warum Toni zu spät kommt. Ich hab Maus im Haus. Maus im Haus? Alter, schon gut. Ich hab Muspuste pinkeln. Ich hab Mama macht Ärger. So. Ich hab ja nicht geschrieben, leider. Leider Mama. Mama macht Ärger. Sondern ich habe nur geschrieben, Mama macht Ärger. Was habt ihr bei Dingen, die nicht schmecken? Maisblätter. Also vom Mais, die Blätter außenrum, die schmecken nicht. Ich habe Mittagessen. Mittagessen schmeckt einfach nie. Was hast du? Mamas Kuchen.
Dafür will ich 0,5 geben. Das ist schon gut. Sachen, die Lars in seinem Schrank hat. Okay. Ich habe Mio Mio Mate. Ich habe Messer. Ich habe Maniküre. Hast du so eine Manikürenfeile? Nee, Knipper. Ah, er hat nur einen Knipper. Aber das ist auch Maniküre. Hey. 0,0. Oh Mann! Gefährliche Tiere? Habe ich Meerschwein. Meerschwein ist nicht gefährlich. Ja, wer weiß, hast du schon mal ein Meerschwein gesehen? Stell dir mal vor, ich greife so 1000 Meerschweine. Aber du hast nicht geschrieben 1000. Okay, 0,5. Hä, hey, Meerschwein gefährlich? Ja, bei 0,5. Okay, ich habe Maus mit Tollwut. Erstens, die Maus ist super klein. Aber mit Tollwut kann ich beißen. Ist sie trotzdem nicht größer. Ich will ja nichts sagen. So eine Maus kannst du auch easy so weg. Wenn da 1000 Meerschweine kommen. Wenn eine Maus Tollwut hat, du weißt es nicht, und denkst, oh, sie ist eine Maus, und dann kommt die, beißt dich in deinen Zeh, und dann hast du Tollwut, und dann stirbst du. Okay, aber trotzdem nicht so gefährlich. Aber ein Meerschweinchen ist gefährlich. Ich? Was hast du da? Ich hab Moskito, weil du dadurch Malaria bekommen kannst und dadurch sehr schnell stirbst. Moskitos heftig. Okay, wir machen weiter, los geht's. Ja, wir zählen zusammen, ich hab nur 1,5. 3,5. Ich hab 4. Boah. Yo, Alter. Und? Oh. Gefällt dir der Shot an sich, oder? Ah, da geht's. Oh, was? Das ist echt eklig, Mann. Es wurde gewählt und wir wählen das nächste. Nee! Was ist das? Ist das nee oder E? Nee. Ich kann es nicht mehr spielen. Nicht gucken! Hallo, Lars, schreib doch nur Stopp gesagt! Hallo, ich muss nur noch, das ist ein Wort! Alter, du schreibst da gerade einen achten Satz rein! Ich schau direkt raus, weil Sachen, die braun sind, Dönerfleisch. Gutes Dönerfleisch, braun. Aber das ist so richtig braun, knusprig. Ja, aber braun. Wenn du richtig nice, sprichst einfach schön, einfach reingelegt in den Döner. Der Döner glänzt, Mann. Das Fleisch, puh, alles richtig nice. Aber Dönerfleisch ist ursprünglich eigentlich so rot. Digga, ich war in der Türkei und hab mir das alles ganz genau angesehen. Und die haben immer braunes Fleisch gehabt? Immer braunes Fleisch gehabt. Echt? Dann ist aber vergammelt, glaube ich. Dönerfleisch. Richtig schöner Japrak-Spieß. Ja, okay. Ich lass es, lass es. Aber ich hab Dielenboden. Dielenboden würde ich sagen, hat eher so einen Gelbstich. Hä, du spinnst, Mann! Das ist braun. Wie sieht Dielen überhaupt nochmal aus? Braun. Meinst du so Dielen? Okay, nee, das ist aber nicht braun. Genau. Haki, das ist aber PVC. Das ist PVC. Aber Dielenboden ist auch braun, Leute. Safe. Ja, okay. Komm, wir lassen. Okay. Kein Argument gerade. Ich hab da nichts leider. Gründe, weshalb Toni zu spät kommt. Ich hab dumme Ausrede. Wie zum Beispiel, dass du Gegenverkehr hattest. Wäre eine dumme Ausrede. Was ist du? Ich hab Danke, Nein geschrieben. Danke, nein. Ja, genau. Also man sagt so, möchtest du heute pünktlich kommen? Sie sagt danke, nein. Es ist doch ein Grund, weshalb sie zu spät gekommen. Also ich bin einverstanden, wenn du danke, nein, und ich habe die Bahn verpasst. Okay. Halb. Okay, halb. Also jeder einen Punkt? Einen halben. Jeder einen halben Punkt. Okay, Dinge, die nicht schmecken. Ich habe Draculas Blut. Kennst du den? Kennst du ihn persönlich? Ja. Das ist mein Freund. Der hat kein Blut, das ist ein Vampir. Deswegen saugt er ihn. Stimmt, Dracula hat doch gar kein Blut. Können wir mal kurz googeln? Wir googeln mal kurz, ob Dracula hat safe kein Blut. Ja! Vampire haben kein Blut! Die haben kein Blut. Aus der Regie 0 Punkte! Also ich habe... Ja, okay. Das ist dumm. Ich will es gar nicht vorlesen, Mann. Weil wir stehen einfach nur dran. So, der Typ. Der Typ ist eben so. Weckt heute nicht dran. So, soll ich sagen? Ich hab Datteln, aber verbrannt. Also ich finde diese in Klammern dahinter, wir müssen damit aufpassen. Datteln schmecken nicht. Guck, dann sagen wir mal einfach, Datteln ist einfach. Warte, nein. Hat jemand ein Problem damit? Nee, 0,5. Was? Warum? Datteln? Datteln, es gibt schon viele Leute, die Datteln mögen. Wer von euch mag Datteln? Jeder, der von euch Datteln mag, einfach mal abonnieren. Oh, guck, jetzt bekommen wir so 20.000 neue dazu. Okay. Nee. Ich gebe mir einen Punkt. Okay, wobei ich das nicht sehr fair finde. Es macht aber mehr Sinn als Draculas Blut und der Typ. Okay, gut. Okay. So, Dinge, die Lars im Schrank hat. So. Ich habe geschrieben Didgeridoo. Kennst du Didgeridoo? Nee. Das ist ein Didgeridoo. Richtig geil. Aber hast du das in deinem Schrank? Schrank haben? Nö. Ach so, das hast du gesagt. Ja, dann schon. Hey! Ich habe einen Punkt. Was für Lego Star Wars? Didgeridoo ist da drin. Er macht den Schrank auf und dann ist da dieser Typ, der das sogar spielt drin, Mann. Was? Ich hab Dickmanns.
Ich hab Drachenchips. Falls ihr die kennt, Leute, beim Pennymarkt, da gibt's manchmal die Drachenchips. Nicht mehr, oder? Bringt die Drachenchips zurück, Pennymarkt! Bring sie zurück! Hier ein Bild von den Drachenchips. Gefährliche Tiere! Also du hast da Dodos stehen. Also ich finde Dodos sind irgendwie nicht so gefährlich. Die sind ausgestorben. Ja, also tote Tiere sind keine gefährlichen Tiere. Ja, was hast du? Der hat nur einen D-Mann. Nein, nicht wirklich, oder? Was hast du? Ich hab Dinos. Aber Dodos sind auch gefährlich. Die sind krass. Ich kenn die. Wollen wir uns kurz ein Foto von einem Dodo ansehen? Ja. Digga, Lars, guck dir das mal an. Ist das gefährlich? Hä, safe. Schau dir an, was für ein spitzer Schnabel der hat. Der kommt und macht... Ich sehe da eigentlich nur so Nuggets. Gell, das ist so ein Chicken Nugget. Ist ein Dodo gefährlich? Da der Dodo ursprünglich keine Feinde besaß, verfügte er über keine Flucht- oder Verteidigungsverhalten. Die Zutraulichkeit des Dodos und die Flugunfähigkeit machten ihn auch für Menschen zu einer leichten Beute. 0,5. Ja, hallo? Da stand gerade dran, dass das Ding nicht fliegen kann, nicht angreifen kann. Das Ding kann gar nichts machen. Das ist halt einfach nur ein Dodo. Okay, ich hab Dino. Dino ist ein Punkt. Dino ist ein Punkt. Und das ist auch ein Dodo. Ja. Okay. Ich hab 3. 3,5. Nein, den Zinke reingekloppt. Haut dir rein. Letzte Runde. Der Verlierer trinkt einen Octa-Shot. Ich weiß, ich stink total aus dem Mund. Let's go! Alter. Nein! Alter. Z! Das ist ein Z. Oh mein Gott. Oh. Was hast du? Ein Zaun. Ganz normaler Zaun. Kommt drauf an, was für ein Zaun. Also kommt drauf an, was für ein Zaun, ja. Ganz normaler Zaun. Okay, ich möchte erstmal, bevor wir mich weiter bewerten, eure Texte. Ich hab nix. Ich hab Ziegel. Du warst schon wie ein Ziegel. Also, sag mal, Lars, wir waren doch in Afrika. Da haben wir die Ziegel gesehen. Mhm. Ja. Die waren nach dem Backen. Braun. Nein, Mann. Hallo, nein, Mann! Nein, die sind rot. Die werden rot. Rot. Hey, du hast doch Minecraft gespielt. Du hättest schreiben müssen, Ziegel in Klammern braun. Noch nass. Also der nasse Ziegel ist braun. Wenn Punkte, dann kriegen wir beide 0,5. Ich hab nix. Okay, dann lass beide 0,5. Gründe, warum, weshalb Toni zu spät kommt. Ich habe zu viel gegessen. Zu spät da. Oder? Sie ist einfach zu spät da und deswegen ist sie zu spät. Zu lange geschlafen. Okay, jeder einen Punkt, oder? Okay, ja, okay. Gut, da sage ich doch nicht nein. Dinge, die nicht schmecken, habt ihr. Das kennt ihr vielleicht, das sind Züricher Klöße. Kennst du die nicht? Züricher Klöße? Was ist? Hey, es gab da auch so einen Song dazu. Züricher Klöße. Kennst du den? Nee. Den gab's Klöße. Auch. Es gibt nur Thüringer Klöße, soweit ich weiß. Alle Schweizer, bitte in die Kommentare schreiben, gibt es sowas wie Züricher Klöße? In meiner Welt schon. Aus der Regie haben wir gerade null Ergebnisse auf Google. Und keine. Okay, ja, komm. Ich hab Zahnpasta. Sehr nice. Ich hab Zootiere. Hä, aber es gibt bestimmt, in irgendwelchen Ländern gibt es eine Giraffe oder sowas als Delikatesse. Die lebt dann aber nicht in einem Zoo. Aber es sind ja auch sowas wie so Hasen in einem Zoo oder so. Die werden gegessen. Ich hab ein bisschen Angst vor Toni, was ich sage. Wie ist die, glaube ich? Hey, ich esse die gar nicht. Okay, warte mal. Dann sagen wir, ich krieg 0,95. 0,95. Ja, das sein. Das ist ein neuer Wert. Nee, wir machen wenn 0,25. Das ist okay. Aber dann hätte ich bei Züricher Klöße, hätte ich eigentlich auch 0,25 Punkte kriegen sollen. Nee, Mann, das gibt's gar nicht, Digga. Na, natürlich, weißt du. Vogel hat gerade 0 angezeigt. Digga, du kannst nicht 0,25 dahin schreiben, das gibt es nicht. Ich schreib das jetzt einfach. Digga, ich schreib hier. Geh weg! Gib mir den Stift weg! Ich schreib 0,2. Du darfst nicht! Es gibt keine Züricher Klöße, Mann! Okay, okay. Digga, dieser Drecksack hat sich trotzdem 0,5 geschrieben. Schreck das ich hab 0,2. Ich musste gerade nochmal so einen Shot trinken und der lügt hier. Ja, okay, komm, egal. Achso, erstmal Sachen, die Lars in seinem Schrank hat. Ich hab Zucker mit. Hat er nicht. Neben den Drachenchips und neben den Dickmanns, da ist jetzt kein Platz für einen Zuckerwatte. Da ist nur noch Platz für einen Zebra, oder? Ich hab Zahnpasta, aber das ist auf jeden Fall. Aber Zebra habe ich nicht im Schrank. Letzte Kategorie. Gefährliche Tiere. Ich hab Zentaur. Das ist doch ein Mensch. Zählt leider nicht in das Welt der Tierreich. Natürlich zählt's rein. Wir kommen Regie. Ja, ist ein Mischwesen. Hören wir uns auf die anderen Sachen an. Was hast du? Ziraptor. Soll ich dir den Shot sofort einschütten oder ja, später? Warum? Ich weiß nicht. Also. Es gibt einen Ziraptor, oder? Google. Schreib mal halt CI. Nein! Ja! Darf ich kurz meins sagen, um euch einfach auseinanderzunehmen? Zootiere. Was? Nein! Nein! Gefährliche Tiere sind Zootiere. Genau deswegen sind sie eingesperrt. Satz mit X. Das war wohl X.
So, der Verlierer, das ist der Octa-Shot. Ja, Alter, ich hab 2,5. Ich hab 3. Okay, ich würde sagen, wir werden diese Shots heimlich jetzt trinken und schalten jetzt einfach mal die Kamera aus. Aber wir werden sie auf jeden Fall trinken. Und deswegen bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr heute zugesehen habt. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt gerne einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Mal wieder. Andere Leute, und ciao!